Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir waren im Landgasthof zur Linde in Steinhausen. Ein kleines Nestchen, in dem es ein wunderschönes kleines Lokal gibt. Oder auch etwas größer. Aber es sieht klein aus. Zuerst seht ihr das Gebäude von außen. Es ist neu renoviert, aber in seinem alten Stil. Es sieht wunderschön aus. Es gibt auch einen Gartenbereich, also eine Gartenterrasse, einen Saal für große Feste. Und eben die Gaststube, und die kommt als erstes. Wir waren in diesem Teil der Gaststube, sehr gemütlich, urig, traditionell eingerichtet und schön. Genau, jeder hat so seine Ecke und man kann gemütlich zusammensitzen. Zuerst gab es bei uns vom Menü den Vorspeisenteller. Das waren Lachsröhrchen mit Frischkäse, ein geräucherter Fisch mit Meerrettich und eben ein gemischten Blattsalat mit Tomaten und einem feinen Dressing. Alles in allem wunderschön angerichtet, aber auch einfach. Einfach. Genau. Des Weiteren hatten wir einen gemischten Vorspeisensalat, das es eigentlich in jedem Restaurant gibt. Da war drauf ein Kartoffelsalat, der sehr lecker geschmeckt hat. Den habe ich sehr gemocht. Ich bin da nämlich ein bisschen wählerisch. Karottensalat, Krautsalat, eben auch gemischten Blattsalat und obendrauf Kresse, was ich immer sehr passend finde auf den Salaten. Als nächstes hatten wir auch noch eine Fleischbrühe mit so Maultaschen drin. Die war nicht zu heiß, aber eben auch nicht zu kalt. Genauso wie eine Suppe serviert werden soll, weil man möchte ja nicht das Fett im Mund schmecken, sondern es soll bekömmlich, wärmend und fein sein und kraftvoll im Geschmack. Und das war es. Dann kommt der nächste Hauptgang. Das war so ein Schnitzel. Es war sehr weich und da oben drauf war ein Emmentaler gebacken. Dazu gab es Soße, Spätzle und Kroketten. Und man hat auch extra noch Soße dazu bekommen. Eben je nachdem, wie man selber oder was man für ein Typ ist zum Thema Soße. Ob man lieber mehr oder lieber weniger möchte, konnte man sich dann selber noch dazu tun. War sehr lecker. Das war die Hauptspeise vom Menü. Das war ein Fleisch mit Topping und eben feines Gemüse dazu. Brokkoli, Blumenkohl und Karotte, aber auch Kohlrabi war zwischendrin und dekoriert war es wunderschön mit den Blüten. War auch sehr fein, das Fleisch. Es war, dachte ich, ein Rinderumsteak. Zur Nachspeise vom Menü gab es dieses Creme Brûlée mit dieser Zuckerhaube, wo es angebrannt ist. Die Deko mit der Brombeere fand ich sehr süß und eben noch ein paar Früchte dazu. Sehr lecker. Und wir hatten, glaube ich, nur noch einen gemischten Obstsalat mit so Brownies. Habe ich jetzt leider kein Foto mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich kann dieses Restaurant auf jeden Fall empfehlen. Es war sehr lecker, es war gut bürgerlich. Und vom Preis auch sehr in Ordnung.